Hast du schon mal Pizza im Waffeleisen gemacht? Wir auch nicht. Bis jetzt. Und los geht's. Wir haben fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal genommen, passierte Tomaten darauf verteilt und anschließend nach Lust und Laune belegt. Eine Hälfte vom Teig bleibt natürlich frei, denn jetzt wird das Ganze zugeklappt. Nun wird das Waffeleisen angeheizt und der Pizzateig kommt ganz einfach hinein. Die Folie haben wir entfernt, damit nichts anbrennt. Und 2 Minuten später war unsere Pizzawaffel schon fertig. So Leute, und bevor ihr das Waffeleisen rausholt, folgt uns unbedingt und schreibt uns, was auf eurer Pizza nie fehlen darf. Let's go!